So, ein wunderschönen Willkommen zurück zum Creative Let's Play. Dann brauche ich mal das. Genau. Auf los geht's los. Bin mal gespannt, wie heute meine Server performen. Ich habe nämlich bei meinen Servern ein bisschen was umgestellt intern. Damit Spieler, die von außen drauf zugreifen, irgendwie, naja, hoffentlich ein bisschen besser drauf zugreifen können. Was brauchen wir jetzt eigentlich? Wir brauchen den Dreier. Den da. So. A, B, C, D, E, F, G, A, I, F, G. Oder so ähnlich. So. So, wir waren, genau, wir haben schon wir haben mit der Wand angefangen, aber wir können auch erstmal das Gras da hinten, Gras sage ich schon, und zwar das Hack da hinten abernten, ist ja komplett fertig, yay. Ein Feldarbeiter bin ich. Oh, das ist aber nett. So, dann pflanzen wir das Ganze gleich mal wieder an. Weil ich würde auch gerne endlich mal im Dschungel gehen. Mal. Nee, wo war das? War das im Dschungel? Warte, war auch gar nicht im Dschungel. Mal diese anderen beiden Pflanzenarten. Ich glaube, damit legen wir mal direkt los. Hausbauen können wir denn in den. Wir haben ja 4 Folgen vor uns diese Woche, wie jede Woche. Haben also ein bisschen Zeit. Ich würde gerne echt noch ein bisschen Gras sammeln. Damit wir dann tatsächlich auch mal wirklich schön Mischbrot machen können. Also hier Vollkornbrot. Jetzt weiß ich gar nicht. Das hier müsste das sein, oder? Oder kommt hier nur wieder Scheiße raus? Ich guck mal kurz. Achso, müsste ich eigentlich gleich. Nee. Das war das, was gar keinen Samen gibt. Können wir mal kurz testen hier. Ja, das gibt gar keine Samen. Na super. Gut, wir klauen jetzt mal hier ein paar Äpfel. Ich verspüre mich einen gewissen Hunger. Achso, wir haben ein paar Äpfel. Na, sehr nice. Oha. Ah, kurz, ich guck mal hier. Sieht ja schlimm aus. Du kommst mal weg. Du kommst mal weg. So, jetzt sollte das hoffentlich schon ein bisschen besser gehen. Gucken wir mal. Hat im Hintergrund noch zweimal den Browser offen. Naja, Chromium in Verbindung mit JavaScript, beziehungsweise eine davon war Clicker Hero, verbraucht halt ultra viel Rechenleistung. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Geht auch schon gleich viel besser. Sehr schön. Dann her damit. Her damit. Und her damit. Oh, ein paar, was sind das? Himbeeren. Hm, sehr schön.
Ja gut, aber wir wollen jetzt hier nicht alles Mögliche sammeln, sondern eigentlich nur dieses etwas trockenere Gras suchen, damit wir dann lecken haben. Also. Damit wir dann damit hoffentlich die anderen Getreidearten bekommen. War es eigentlich immer so, wie als wenn das... Ups, was? Was bist du denn? Du bist ein... Whatever. Was? Aus Äpfel bekommt man Stecker? Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Young Tree. Tree. Alles, was zu Gruppe Blätter gehört, gehören der Äpfel auch dazu? Oder sind die Äpfel nochmal extra drin? Ne. Hä? Okay. Cool. Aber das heißt, dann gehören die Äpfel tatsächlich zur Gruppe Blätter. Lull. Oh ja, kann doch mal passieren. Wollen wir mal probieren hier? Das sind. Genau, das sind ganz normale Samen. Ich hab Asche. Ah, wie sieht's denn mit dir aus? Das ist gerade auch normales Gras. Ja. Das ist normales Gras. Keine Ahnung, weiß nicht. Das Problem ist, das Zeug, was ich im Dschungel finde, ist glaube ich nicht das Richtige. Ich brauche glaube ich dieses extrem trockene Gras, was man in der Wüste findet. Also nicht das ganz trockene Gras, von aus dem bekommt man nur Stöcker. Soweit ich weiß. Oh, das ist ein Dungeon. Schau mal, na guck. Denn, nee, das ist auch nur wieder dieses hellgrüne Gras. Das auch wieder nicht das ist, was wir hier suchen. Ja, gut. Mann, ich wünschte, wir finden endlich mal ein paar Kartoffeln finden. Das wäre mir ganz lieb. So, hier geht's wieder hart hin, ne? Ein paar Moriben. Yay. Haben wir Moriben schon? Keine Ahnung. Können wir mitnehmen. Alter. Was ist denn mit meinem Server los? War ich in dem Teil der Welt noch gar nicht? Achso, na klar. Ja eben, denn in der Richtung war ich noch nie unterwegs. Und mein Laptop, der ist gerade komplett am Ausrasten. Das heißt, der Teil der Welt ist wahrscheinlich noch nicht erkundet worden. Weder von mir noch von sonst irgendjemandem. Aha, das ist doch das richtige Gras, oder? Ah ne, das ist Reis. Ja, das ist Reis, genau. Also doch nicht das Richtige. Deswegen, Dschungelgras ist also doch das Falsche. Wie ich schon vermutet habe, Kürbisse haben wir aber glaube ich schon, genau. Kürbisse haben wir schon. Da brauche ich ja bloß noch das Schneidbrett. Was ich mir endlich mal anlegen müsste. Das heißt, Dschungel ist auch der falsche Ort. Gut, dann gehen wir mal doch in die andere Richtung, da hinten lang. Und gucken mal, ob wir da irgendwie, oh je. Beim Dschungel geht man ein bisschen mit der Auflösung runter. Da hat er ja auch weniger zu tun. Vor allem, umso weniger die Sichtweite ist, umso weniger fordert er auch vom Server an. Das heißt, der Laptop hat dann weniger zu tun, gerade jetzt, wo er hier neue Sachen brechen muss. Denke schon, dass das ein bisschen hilft. Oh, so nachher. Sehr schön. Kann ich euch jetzt wieder hier reinpacken? Kann ich noch ein Pepe für unterwegs sammeln? So, das ist hier Grünzeug, ne? Ja, genau, das sind diese Gruppen. Brauche ich nicht. Haben wir schon mehr als genug. Was wir brauchen, sind Kartoffeln. Kartoffeln und Getreide. Wie sieht es denn hier oben aus?
nicht sehr gut. Aber ich versuche mal trotzdem mein Glück. Ah, siehst du, schon regelt das Ganze auch wesentlich schneller. Das war einfach mit der Sichtweite von 200 bei einem neuen Gebiet ist einfach zu heftig. Das mag mein Laptop denn doch nicht. So, hier ist ja überall Dschungel. Kann ich hier. Aha, da hinten ist wieder. Nicht mehr so heftig Dschungel. Anni? Ich wollte gerade mein Server loben. Jetzt fängt ich schon wieder zu stockern. Was ist denn hier los? Geht doch. Ja, halt, also es liegt wirklich daran, dass das die ganze. Dass das Gebiet hier noch nicht erforscht ist. Man bekommt daraus auch Baumwolle. Okay, heißt also, auch das Ding hat zwei Arten, die es droppt. Entweder Reis oder Baumwolle. Gut, dann nehmen wir davon doch mal ein bisschen was mit, weil Baumwolle brauchen wir für Taschen. Oder haben wir schon Baumwolle? Ich habe keine Ahnung. Absolut kein Plan. So, was ist das hier? Das ist grüne Bohne. Naja, haben wir noch nicht, nehme ich mal mit. Eigentlich brauche ich doch bloß Kartoffeln. So, ja. Kommt mal mit hier, wenn ich nur hier rumsteht. Dann ist Kakao, aber Kakao haben wir mittlerweile mehr als genug. Da brauchen wir also nichts mitnehmen. Vor allem das Problem ist, ich darf mich hier auch nicht so weit rumbewegen, weil sonst... Oh, hier war schon mal jemand. Kann das sein? Nein, nee, kann ja nicht sein. Wenn das Gebiet hier noch unerforscht ist, dann muss der Baum hier einfach so entstehen. Gibt es ja auch so Baumstämme, die hier so rumliegen und es ist dann einfach nur ein Baumstamm, der rumliegt, der aber nur eins groß ist. Wahrscheinlich. Was bist du? Ich mach dich mal nach da oben. Da habe ich mal einen Überblick, was hier was ist. So. Das heißt, wenn wir was Neues finden, müssten das jetzt hier und hier auftauchen, bei den beiden. Und ja. Ja, das war natürlich dumm. Er macht es immer beim ersten möglichen Feld hin. Das heißt, wir müssen alles ein bisschen nach da verschieben. So. Easy peasy, lemon squeezy. Da ist unser Haus. Das heißt, ich muss jetzt hier versuchen, so ein bisschen im Kreis zu laufen, damit wir unser Haus nicht aus den Augen verlieren. Denn man weiß ja, aus den Augen, aus dem Sinn, diese Blätter über mir, weg damit. Wow, 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 wow. Du kommst mal nach da, du kommst... Oh, Bauarbeiter, wo man Blätter... Klar. Weil Bauarbeiter auch nichts anderes macht, als Blätter hinzusetzen. Also wenn er jetzt gestanden hätte, Förster oder sowas, okay. Aber... Ach so, na, oder der Bauarbeiter geht einfach allgemein nach Blöcken, die ich setze. Das kann natürlich auch sein. Das wäre eine Möglichkeit, die das erklären würde, was gerade passiert ist. Gibt hier keine Wüste? Wir müssen eigentlich viel. Um eine Wüste zu suchen, ouch! Oh, das hat gerade schon wirklich Schmerzen. Um eine Wüste zu suchen, müsste halt eigentlich auch viel, viel weiter laufen. Das heißt, in welche Richtung war eigentlich unsere Wüste mit dem roten Sand? Ich war doch da hinten in die Richtung, oder? Das war doch von da, wo die Wolken kommen. Du müsst doch einfach gerade laufen. War da so das Gras mit Dingsabumster? Ich würde jetzt einfach wieder in diese Richtung laufen und dann gucken, ob wir da was finden. Weil hier, das sieht alles zu grün aus. Hier wächst doch kein Zeug. Okay, komm, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ja, leider weder Gras gefunden noch Tomaten. Nein, wo ist denn diese Kartoffeln? Ist natürlich ein bisschen traurig. Warum sind denn hier die Kartoffeln so selten? Sag mal, was ist denn hier los? Ist ja ein richtig geiziger Mapchen. Oder Seed. Je nachdem. Sind die Kartoffeln? Nein. Das ist ein Baum. Fuck my life.
Fuck my life. Ja, das ist natürlich, wow. Ist natürlich wunderbar, dass hier nichts wächst. Also nichts, was ich brauche. Eine Katze, nee, ein, doch, ein Hase. Das ist ein Hase, das ist ein Hase. Gut, dann nehmen wir mal hier noch ein bisschen Gras mit. Und dann gehen wir auch mal von dannen. Fuck mal ab. So, gehen wir einfach mal wieder Richtung nach Hause. Das müsste ja, kann jetzt gerade ein bisschen die Richtung sein. Oh, einmal Kakao, fertig. Fuck mal nein. Nein, das kommt nicht durch. Ich will Tomaten haben. So, da müsst ihr jetzt die oder die Insel. Muss ich jetzt da lang laufen oder da hinten lang laufen? Ich versuche mal da hinten lang zu laufen, weil wir sind da ein ganzes Stück hochgelaufen. Wow, ja, das war eine doch dumme Idee. Jetzt habe ich Schaden bekommen. Ah, okay. Ah ja, genau. Hier war der Kürbis. Also so sind wir hier doch richtig. Sehr schön. Hätte ich mich gerade schon wieder beinahe ablenken lassen. Das ist wieder Grünzeug, ne? Ja. Ach komm. Aber kann ich doch essen. Oh. Gott, wie viel machen die. Wie stark machen die denn satt, bitte? Ich dachte, die grünen Dinger, die bringen nur zubereitet etwas. Aber die scheinen auch von sich auch schon relativ stark satt zu machen. So. Okay, damit haben wir dann da vorne wieder. Nee, doch da. Wo ist unser Haus? Mami? Da ist dieser. Achso, muss es hier sein. Erfolgreich verlaufen. Da vorne. So. Gut, das heißt, wow. Ist das dein Scheiß ernst? Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch einmal geschmeidig. Ey, wir haben hier die. Leck mich doch am Arsch. Na super. Ja, so viel zu dem Spiel. Wow. Finde ich ja geil. Ja, finde ich echt. Naja, ist. Ja gut, das heißt, wir brauchen also bloß noch die anderen beiden Getreidearten suchen und dann haben wir alles. Wow, wir hätten die ganze Zeit Kartoffeln direkt hier vor unserer Hütte. Ich dachte, das waren Blumen. Arschloch. Na, genau, wir haben bereits einen Kürbis, aber eben, da brauchen wir jetzt noch dieses Schneidbrett. Was ich glaube noch nicht gemacht habe, könnte ich machen, weil wir haben mittlerweile Eisen. Aber ich sehe da noch keine Notwendigkeit, von daher lassen wir das auch erstmal. So. Rinder, danke. Ah ne, dich brauche ich gleich. Dich flatte ich ein. Auf dem übrigen Feld machen wir erstmal die beiden hier. Getreide haben wir schon mehr als genug erstmal. Das heißt Kartoffeln. Das ist wieder relativ ungerade Zahlen, das mache ich einfach so wie es kommt. Also jetzt kommt hier ein bisschen davon. Und jetzt hier ein bisschen was. Und der Rest ist dann Bohnen. Gucken.
Vor allem, wenn Gurken auch für sich schon so extrem satt machen, das ist ja richtig nice. Gefällt mir. So, kommst du da rein. Du kommst auch da rein. Und dann gehen wir mal los in die Richtung, weil da in die Richtung müsste der Wald gewesen sein. Hier kannst du doch schon überall Äpfel. Gleich mal alles mitnehmen, ja. So, dann gucken wir mal, ob bei dem Wald da Gras war. Und wenn ja, ob da das Gras war, was wir brauchen für die anderen beiden Getreidearten. Aber ganz ehrlich, alle vier Getreidearten zu haben, wäre natürlich schon mal ganz geil. Aber mein Rechner hält so auf, weil es gerade so warm im Zimmer ist. Ich glaube, ich mache dann bald mal das Fenster auf. Genau. Ja, die vier Getreidearten zu haben, ist schon ganz geil. Da können wir nämlich wirklich genau, Vollkornbrot machen. Was ist das da hinten? Achso, hier, nicht Schilf, sondern Korallen. Sah gerade ein bisschen komisch aus, weil hier fast nur die blauen sind und die Korallen ist ja meistens bunt. Ups. Ja, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen auf meinen Sauerstoffgehalt achten. Aha, siehst du da hinten zum Beispiel da dieses bunte Zeug. Das so sehen Korallen halt normalerweise aus. Deswegen habe ich sie erst nicht als Korallen wahrgenommen. Das tut mir voll sorry und so. So, dann gehen wir einfach mal geradeaus und hoffen mal, dass in der Richtung wirklich die Wüste war. Ja, ich sehe da schon. Ich sehe da schon das richtige Gras. Ah, nee, ist ein Baumstamm. Scheiße. Fuck. Da dieses helle, was man da sieht, da darf ich das drauf zeige. Das sah von Weitem aus wie dieses hellere Gras. Was genau das Gras gewesen wäre, das wir jetzt brauchen. Aber war es natürlich leider nicht. Schade eigentlich. Weil das ist nämlich genau das Gras, was wir brauchen. Dieses ja, hellbeige oder. Nennt es wie ihr es wollt. Dann nehme ich einfach mal mit hier. Ja, wir haben ja doch gerade mal einen einzigen Kürbis, da können wir doch ein bisschen mehr mitnehmen. Das war noch irgendwo ein Kürbis, keine Ahnung wo. Lassen wir es einfach mal. So, und da hinten fängt es tatsächlich schon an mit der Wüste. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch darauf hoffen, dass da auch dieses entsprechende Gras ist. Was erstmal nicht so aussieht. Also hier am Strand oder in der Strandnähe erstmal scheinbar nicht. Ich bleib mal hier am Ufer. Nee. Ist wieder alles dieses helle grüne Gras. Wir brauchen also wirklich eine richtige Wiese. Weil das ist hier halt keine Wüste, sondern ist Strand. Und an Strand wächst halt nur das Zeug. Und das Zeug droppt halt einfach gar nichts. Zumindest habe ich da bisher nie was bekommen, was sinnvoll ist. Oder allgemein was bekommen. Außer das Gras selber natürlich, klar. Das heißt, wir brauchen eine richtige Wüste. Nee, das sieht alles eher aus wie Strandbereich. Hat mit Wüste eher weniger zu tun. Weiß ich doch gar nicht mehr, wie weit unsere Abbaumine. Wir hatten doch diese Abbaumine, wo wir dieses Dessertstein abgebaut haben. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie weit das weg war. Fuck. Da hinten Kartoffeln, oder? Ne, das sind keine Kartoffeln. Oder? Ne, das sind keine Kartoffeln. So, ich muss aber in der richtigen Richtung weiterlaufen. Sonst verlaufen wir uns wieder. Was nicht so geil wäre. Ich will nur Gurken, Alter. Oh Mann. Ich möchte doch nur ein bisschen Grünzeug, kein Grünzeug, sondern verstraucheltes Gras haben. Ist das denn so schwer zu verstehen? Rede mit mir, bitte. Was ist das denn? Gar nichts? Ah.
Okay. Ach so, okay. Heißt also, wir sind hier definitiv falsch. Wir laufen gerade wieder in ein neues Gebiet rein. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Da unten sind Kartoffeln, oder? Ist auch wieder nur die andere Pflanze, oder? Ja, sei. Ach, lass mich doch. Mann, du bist mal die Wüste. Wo war denn unsere Dessert-Sandwüste? Ja. Alles, was ich möchte, ist ein bisschen trockenes Gras. Ist das denn so schwer nachzuvollziehen, liebes Spiel? Hä? Möchten Sie mich etwa ruinieren oder urinieren? Bitte kreuzen Sie an. Okay. Wir gehen einfach mal über diesen Berg und hoffen, dass auf wundersame Art und Weise da hinten eine direkte Wüste ist. Ich bezweifle das war bei meinem Glück, aber wer weiß. Schön große Grasflächen, was ja eigentlich ganz cool ist, weil Wüsten braucht in der Praxis halt keiner. Aber die Wüsten ist halt der Bereich, die scheinbar der einzige Bereich, wo dieses trockene Gras anzufinden ist. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Aber hier ist auch alles grün. Ach, leck mich doch. Oh Gott, guckt euch dieses ganze Grünzeug an. Voll die Öko-Map. Ernsthaft. Das ist natürlich jetzt gerade nicht so erfreulich. Aber in welche Richtung waren wir denn unterwegs? Mit der Dessert-Wüste? Oder mit der Dessert-Sand-Wüste? Da fliegt eine Insel. Ah, leck mich doch. Oh, da hinten ist Sand. Kann also sein, dass da hinten wieder da hinten ist. Ah, ne, wofür nur Strandgebiet. Ach, Mann. Ey, das gibt's doch gar nicht. Noch nicht angehen. Da hinten ist Sand. Also, doch, doch. Ja, jawoll. Boah. Endlich. Ich dachte schon, ich kriege einen Ständer. Nein. Das ist definitiv nicht das Wort, was ich gerade gesucht habe. Jawoll. Da ist ja unsere Dessert-Sand-Wüste. Auch wenn das nicht die Stelle ist, wo wir abgebaut haben, aber das ist ja egal. Das heißt, danke schön. Jawohl. Damit haben wir schon mal eins und gleich kommt das zweite. Oder auch nicht. Jetzt haben wir das weiter. Sehr schön. So, würde ich mal sagen, dann pflanzen wir mal Gras mal so viel ab, bis wir von beiden mindestens 10 haben. Nein. So, wow, das war ja ein Albtraum. Ein Träumchen. Sehr schön. Dann können wir endlich mal ein buntes Brot machen. Ist ja auch eine ganz geile Sache. Umweltbewusstes Leben, beziehungsweise hat er nicht mit Umweltbewusstsein zu tun, sondern einfach nur mit gesund Leben, ist auch in-game eine wichtige Angelegenheit. Quasi ein, wie sagt man? Keine Ahnung. Normalerweise kommen diese Flächen hier relativ häufig.
Aber ja, irgendwie hatten wir da gerade, entweder haben wir einfach den falschen Weg genommen oder keine Ahnung. Oder dieser Map-Gen hier ist tatsächlich nicht so, weil wir ist ja hier Plant Life, ne? Von daher kann sein, dass Plant Life da ein bisschen geiziger ist und mehr Grünfläche macht als andere Map-Gens. Oder aber wir haben einfach einen scheiß Seed erwischt. Dass der Seed einfach so ist, dass wir hier in der Wüste sind. Auf einer Welt sind, die halt hoffentlich diese grünen Flächen hat. Wie gesagt, so fürs normale Bauen sogar relativ gut eigentlich. Also kann man sich eigentlich nicht beschweren. Aber wenn man halt speziell das Zeug hier sucht, wenn man sich Vollkornbrot machen möchte, dann ist das natürlich kontraproduktiv, sag ich jetzt mal. Von daher. Aber gut, nach 2 Stunden haben wir was gefunden. Dann würde ich mal sagen, können wir mal Feierabend machen. Ich glaube, die Folge ist schon lange vorbei. So, oh, wir haben auch schon mittlerweile mehr als genug Gras. Okay, gut, dann gehen wir mal, mache ich mal Feierabend. Und dann gehen wir in der nächsten Folge erstmal wieder zurück nach Hause und dann gucken wir mal weiter. Schau mal, Frau.